Servus und herzlich willkommen bei die Staunfischer. Ich bin der Andi. Ich muss heute das tolle Wetter nochmal nutzen, denn um es mit einem Zitat meiner Lieblingsserie Game of Thrones zu sagen, Winter is coming. Und so lange möchte ich das gute Wetter benutzen und vielleicht noch ein Hecht verhaften. Mein heutiger Köder ist dieser schöne Wobbler im Fire Tiger Design. Den habe ich auf Instagram bekommen von WJS Lures. Ein Shoutout und ein Danke geht raus an den Wesley. Ich verlinke ihn euch unten, besucht ihn, gebt ihm ein Like, zeigt ihm, dass er tolle Köder baut. Ob die auch fangen, sehen wir jetzt dann gleich. Ja, wie ihr in den letzten Wochen an unserer Aktivität vielleicht schon gemerkt habt, ist Zeit bei uns Mangelware momentan. Entsprechend fehlt ein bisschen die Übung und ich habe es jetzt geschafft, beim dritten Wurf einen Backlash auf die Baitcaster zu kriegen. Und der Köder ist leider weg. Wesley, es tut mir leid, der Lauf war super, aber ich habe ihn verhunzt. Tut mir leid. So, ich habe neu montiert. Neuer Köder der Wahl wird jetzt ein Chatterbait. Wieder in Fire Tiger Farben, weil bei der Farbe verspreche ich mir heute noch was. Schauen wir mal. Wenn es nicht läuft, dann läuft es eben nicht. Bei mir ist es zurzeit ein bisschen so eine Spirale aus zu wenig Zeit, zu wenig am Wasser. Wenig Zeit am Wasser heißt wenig Köder im Wasser. Wenig Köder im Wasser heißt wenig Chancen auf Fisch. Und bei mir springt momentan leider nichts raus. Ist ein bisschen demotivierend, aber hilft nichts. Es kommen wieder bessere Zeiten. Für nächstes Jahr habe ich ein paar andere Sachen geplant, ein paar Änderungen. Und zwar, ihr habt schon gemerkt, wir haben jetzt seit dem Sommer nicht mehr regelmäßig gepostet. Hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin an das Wasser gegangen, immer mit der Auflage, ich brauche ein Video. Und das ist genau das, was ich nicht mehr möchte. Ich möchte ans Wasser gehen, um zu angeln. Für mich, um das zu machen, was ich will. Wenn dabei ein Video herausspringt, ist super. Aber ich möchte einfach mal wieder Sachen machen, auf die ich Lust habe. Und nicht, ich brauche unbedingt ein Video. Und wenn die Kamera nicht läuft, dann läuft es nicht. Die letzten Wochen habe ich die Kamera öfters mal dabei gehabt, aber es hat nichts hingehauen. Vielleicht schneide ich euch noch ein paar Szenen rein, wenn ich ein paar habe. Zum Beispiel habe ich eine Szene gehabt, wo der Eisvogel durchs Bild fliegt. Die wäre vielleicht was. Mal schauen. Je nachdem, ob ich das Material gleich finde. Eisvogel. Ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem treu, auch wenn wir nicht mehr ganz so oft posten. Dafür nur noch Highlights und für nächstes Jahr haben wir echt ein paar schöne Sachen geplant. Lasst euch überraschen. Uns würde es freuen, wenn ihr wieder da seid. Bis dann, eure Staunfischer. Servus.